So, dann herzlich willkommen zu einem neuen Videomodul der Pädagogik. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir klären heute zwei Grundbegriffe, und zwar einmal den der Kommodifizierung und einmal den der Biopiraterie. Zunächst habe ich die beiden Begriffe allgemein definiert, und zwar allgemein bedeutet Kommodifizierung die Transformation natürlicher und menschlicher Substanz in Waren. Und die Biopiraterie bezeichnet den Raub natürlicher Ressourcen. Damit ist der Zugriff mächtiger Konzerne auf die Verwertung und Vermarktung von Saatgut- und Getreidesorten gemeint. Jetzt wollen wir die beiden Begrifflichkeiten auf die Bildung übertragen. Was bedeutet die Kommodifizierung von Bildung und was bedeutet die Biopiraterie in der Bildung? Ich packe euch wie immer alles weitere unterhalb des Videos in der Videobeschreibung hinein. Werft auch mal für weiteren Input zur Pädagogik einen Blick in die Playlist auf unserem YouTube-Channel, sowie auf unserer Website, denn dort ist ein Fragenkatalog zu diesem Modul hinterlegt. Ja, und für Fragen, Kritiken, Anregungen etc. gerne die Kommentare nutzen. Wir beginnen mal mit der ersten Fragestellung, und zwar, was bedeutet Kommodifizierung von Bildung? Ich habe einfach mal ins Wiki geschaut, was man dort unter dem Begriff fasst. Kurz gesagt, fasst man dort unter dem Begriff der Kommodifizierung einen Prozess der Kommerzialisierung. Schaut euch den Beitrag gerne einmal an. Wir notieren jetzt, Kommodifizierung von Bildung bezeichnet den Versuch der Transformation von Bildung in eine käufliche und verkäufliche Ware. Und damit ist eben eine Kommerzialisierung der Bildung durch ihre Unterordnung unter der Marktlogik gemeint. Also zwei Sätze, die wir hier einmal kurz notieren. Kommodifizierung. Wenn ich mich jetzt hier irgendwo verschreibe, dann bitte ich das zu entschuldigen. Manchmal fallen mir gewisse Dinge nicht auf. Also Kommodifizierung von Bildung bezeichnet den Versuch der Transformation von Bildung in eine käufliche oder verkäufliche Ware. So, dann noch einen zweiten Satz, und zwar, was ist damit genau gemeint? Damit ist eine Kommerzialisierung der Bildung durch ihre Unterordnung unter die Marktlogik gemeint. So, das reicht denn hier auch schon. Ich packe das jetzt mal so ein bisschen weiter unter die Fragestellung und dann lesen wir uns das kurz noch einmal durch. Und zwar, was bedeutet Kommodifizierung von Bildung? Allgemein haben wir den Begriff schon definiert. Kommodifizierung von Bildung bezeichnet den Versuch der Transformation von Bildung in eine käufliche oder verkäufliche Ware. Das ist der entscheidende Punkt. Damit ist eine Kommerzialisierung der Bildung durch ihre Unterordnung unter die Marktlogik gemeint. So, und dann gucken wir uns mal die Biopiraterie an. Was bedeutet Biopiraterie in der Bildung? Biopiraterie in der Bildung bezeichnet die Einflussnahme auf die Nutzung der biophysischen, geistigen und psychischen Ressourcen des Menschen mit dem Ziel der Verwertung menschlicher Entwicklungskräfte. Also notieren wir hier, Biopiraterie in der Bildung bezeichnet die Einflussnahme auf die Nutzung der biophysischen, geistigen und psychischen Ressourcen, neue Zeile, des Menschen mit dem Ziel der Verwertung menschlicher Entwicklungskräfte. So. Und damit sind wir dann hier nochmal auf die Biopiraterie eingegangen. Ich packe das mal direkt hier unter die Fragestellung und dann habt ihr alles soweit parat. Ja, ich lese mal kurz vor, was bedeutet Biopiraterie in der Bildung? Biopiraterie in der Bildung bezeichnet die Einflussnahme auf die Nutzung der biophysischen, geistigen, psychischen Ressourcen des Menschen mit dem Ziel der Verwertung menschlicher Entwicklungskräfte.
Ja, und damit sind wir soweit fertig, haben zwei neue Fachbegriffe der Pädagogik kennengelernt, die ihr euch unbedingt aneignen solltet. Kann man sich wieder gut auf ein Karteikärtchen schreiben und dann entsprechend lernen. Versucht aber auch die Definition zu verstehen. Ansonsten Notlösungen auswendig lernen, in die Klausur reingehen, Definitionen abspulen, sofern danach gefragt wird. Den Rest findet ihr in der Videobeschreibung unterhalb des Videos. Bis zum nächsten Mal und ciao.